Hallo allerseits und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Akkuschrauber-Test. Heute einmal ein Exemplar der etwas günstigeren Preisklasse, und zwar der Einhell TECD18 Lithium-Ion Brushless Akkuschrauber mit sage und schreibe 60 Newtonmeter für einen ziemlich akzeptablen Preis. Ungefähr 75 Euro muss man für diesen Akkuschrauber hinblättern, der aktuellste Preis ist trotzdem noch einmal unten in der Videobeschreibung. Wollen wir nun aber einmal schauen, was der Akkuschrauber wirklich alles zu bieten hat und wie er performt. Bevor es losgeht, jetzt noch schnell diesen Kanal kostenlos abonnieren und alle Benachrichtigungen aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann geht es auch schon los. Wie bereits gesagt, befindet sich vor uns der Einhell TECD18, ein 18 Volt Brushless Akkuschrauber mit sage und schreibe 60 Newtonmeter. Dies ist sozusagen die stärkste Variante von Einhell in der 18 Volt Klasse, noch mit Schlagbohrfunktion und allerlei extra, wie wir gleich noch sehen werden. Dabei bietet Einhell wirklich etliche Akkuschrauber der 18 Volt Klasse mit oder ohne Brushless Motor und in etlichen Leistungsstufen. Ich werde die markantesten noch einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Schauen wir uns aber nun einmal den Akkuschrauber genauer an. In Bezug auf den Lieferumfang gibt es neben dem Solo-Gerät noch einen kleinen Gürtelclip, welchen ich bereits einmal montiert habe, und positiverweise einen zusätzlichen Handgriff. Der Akkuschrauber macht an sich einen ziemlich soliden und robusten Eindruck. Die Verarbeitung bzw. Materialwahl ist ebenfalls in Ordnung. Die Kanten und Übergänge hat Einhell bei dem Akkuschrauber meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Wir haben hier keine scharfen Überreste, wo man sich schneiden könnte oder ähnliches. Auch der Handgriff ist ziemlich angenehm, denn dieser ist großflächig mit Gummi beschichtet. Auch eine Daumablage bzw. hier für den Mittelfinger ist eine gute Rutschfestigkeit gewährleistet. Auf der Vorderseite bzw. auch auf der Rückseite des Handgriffs ist der Gummi jedoch nicht komplett durchgehend, sondern wir haben hier eine kleine Kante, welche jedoch nicht negativ auffällt. Das Solo-Gerät wiegt dabei insgesamt 1370 Gramm, ist also dementsprechend nicht allzu leicht, was auch natürlich an der verbauten Schlagbohrfunktion liegt. Mit angebrachtem 3 Amperestunden Akku, was für den Akkuschrauber eigentlich Mindeststandard sein sollte, bringt dieser insgesamt ungefähr 2 Kilogramm auf die Waage. Mit den 3 Amperestunden ist der Akkuschrauber, wie man sehen kann, relativ gut austariert, Tendenz zur Kopflastigkeit. Ansonsten sehr gut zu erreichen alle Bedienelemente wie die Drehzahlregulierung als auch der Rechts-Links-Lauf, womit wir schon bei den Funktionen angekommen wären. Wie bei jedem anderen Akkuschrauber auch, haben wir auch bei der Einhell-Variante eine Drehzahlregulierung bzw. den Rechts-Links-Lauf. Diese ist wirklich sehr angenehm zu bedienen, wir haben hier kein nerviges Haken oder ähnliches, genauso wie der Schalter darüber. Auf der Oberseite die beiden verfügbaren Gänge, ebenfalls gut gekennzeichnet und an sich auch hier ohne Haken oder Verkanten. Der Akkuschrauber schafft dabei im ersten Gang maximal 500 Umdrehungen in der Minute, bzw. im zweiten maximal 1800 Umdrehungen in der Minute. Direkt davor die Drehmomenteinstellung bzw. auch hier ein weiterer Ring für die unterschiedlichen Funktionen. Insgesamt 20 Drehmomentstufen plus eine Bohrstufe bietet dabei der Einhell Akkuschrauber, also auch hier guter Durchschnitt. Die Drehmomenteinstellung lässt sich ebenfalls gut greifen. Wir haben hier mehrere Riffel und auch genügend Platz zum Anfassen. An sich lässt sie sich angenehm drehen und wir bekommen in jeder Stufe ein schönes haptisches und akustisches Feedback. Direkt dahinter die Funktionsauswahl anhand dieses kleinen Rädchens. Zum einen haben wir hier das normale Schrauben, dann Bohren und anschließend bei diesem Modell ebenfalls eine Bohrhammerfunktion. Diese werden wir speziell auch noch einmal im Laufe des Videos prüfen, also es bleibt gespannt. Ebenfalls positiv fällt das verbaute Bohrfutter auf. Man könnte denken, es handelt sich hierbei um Plastik, jedoch ist das Bohrfutter aus Metall und dementsprechend gut griffig bzw. auch sehr, sehr robust. Auch finden wir hier das sogenannte Quick Release, also das Einrasten, wie wir hier sehen können. Bis zu maximal 13 mm kann unser Bohrfutter dabei fassen, also an sich relativ anständig, auch für einmal etwas größere Bohrer.
Ein Nachteil, das Bofutter ist nicht 100%ig ausgeglichen, sondern etwas unrund. Nichtsdestotrotz hat der Akkuschrauber einiges zu bieten in Bezug auf die Performance. Wie bereits gesagt, besitzt der Akkuschrauber einen verbauten Brushless-Motor, also sozusagen mehr Leistung, weniger Abnutzung und längere Laufzeit. Insgesamt 60 Newtonmeter ist von Einhell als Drehmoment für diesen Akkuschrauber angegeben. Was das in der Praxis bedeutet, schauen wir uns gleich noch an. Für ausreichende Beleuchtung befindet sich außerdem im Fuß eine verbaute LED. Diese ist gut auf den Bohrkopf ausgerichtet und besitzt zudem eine Nachklimmfunktion, sodass ihr nicht stetig den Trigger halten müsst. Zudem besitzt der Trigger sozusagen eine kleine Vorstufe, durch welchen ihr die LED zwar aktivieren könnt, jedoch nicht gleichzeitig den Akkuschrauber. Auf der Unterseite der angebrachte 3 Amperestunden Lithium-Ionen-Akku mit 18 Volt, welchen ich auch mindestens für den Akkuschrauber empfehlen würde. Auch hier eine Akkustandsanzeige anhand von 3 roten LEDs. So sieht das Ganze von unten aus. Wir haben lediglich 2 Kontakte Plus und Minus und der Akku selbst rutscht ebenfalls gut in die Halterung rein. Damit ihr diese geballte Power auch irgendwie halten könnt, gibt es, wie ja bereits vorhin schon gezeigt, noch einen zweiten Handgriff mit dazu, meiner Meinung nach ganz angenehm. Die Montage erfolgt durch ein Gewinde rechts bzw. links vom Akkuschrauber und diesem gefühlt 10 km langen Gewinde am Handgriff selbst. Also mal schnell den Handgriff ab oder ran, wird bei diesem Akkuschrauber nichts. Somit sind wir bereit für den Test. Der Handgriff ist montiert und der Akku voll geladen. Wir haben schließlich einiges zu tun. Tellerkopfschrauben bis zu maximal 300 mm, Schlüsselschrauben, Forstnerbohrer und Lochkreisbohrer im Test. Mal schauen, was der Akkuschrauber alles meistern wird. Los geht's! Damit ab in den Praxistest. Hier haben wir den Echtzeit-Speedtest. Ihr seht, der Akku ist voll geladen und vor uns 10 x 140 mm Holzschrauben in hartem Eichenholz. Unten außerdem der Timer eingeblendet, um zu schauen, wie lange er für diese 10 Schrauben benötigen wird. Und 5 Schrauben sind drin, wir sind ungefähr bei 30 Sekunden. Und nun die letzte Schraube. 58 Sekunden für 10 Schrauben. Wir sehen außerdem, hat er die letzten Schrauben nicht mehr komplett versenken können. Aber nun weiter mit 80 mm im Hartholz. Kein Problem, 100 mm. Wie wir sehen, ebenfalls kein Problem, 140 mm. Die nächstgrößere 160 mm und wir sehen auch hier zügig versenkt, 180 mm und hier setzt bereits der Überlastungsschutz ein. Wir brauchen also einen zweiten Anlauf, 200 mm, auch hier trotzdem versenkt, 220 mm. Und hier zwei Anläufe sogar, um die Schraube komplett zu versenken, 240 mm. Und wir sehen, nach wenigen Zentimetern versenken, schaltet er bereits wieder ab und braucht sogar hier auch 3 Anläufe, insgesamt 260 mm.
Auch hier drei Anläufe für diese Schraube. 280 mm, die vorletzte. Aber auch hier komplett versenkt. Die Letztgröße 300 mm. Und hier, wir sehen, der Überlastungsschutz setzt ständig ein. Aber auch hier solide dennoch versenkt. Nun der extreme Leistungstest, angefangen mit 6 mm. 6x60. Kein Problem, auch hier in Hartholz natürlich. 6x80 mm. 6x100. Und 6x120 mm. Wie wir sehen, für den Akkuschrauber von Einhell bis jetzt kein Problem. 8x60 mm, die nächstgrößeren. 8x80. Bis jetzt auch noch kein Problem. 8x100. Solide versenkt. 8x120 mm. Und hier hat bereits der Überlastungsschutz eingesetzt. 8x140. Und wir sehen, auch hier können wir diese nicht komplett auf Anhieb versenken. Dennoch schafft er die Schraube mit mehreren Ansätzen komplett zu versenken. Also die 8x200, die nächstgrößere. Und wir sehen auch hier komplett auf einmal. Wird es nichts. Wir brauchen hier wirklich mehrere Ansätze. Ich glaube 5 oder 6 für diese Schraube. Weiter geht es mit Flachfräsbohrern 16 mm. Für den Akkuschrauber kein Problem. Der nächstgrößere 19 mm. Nach wenigen Sekunden sind wir auch hier durch das weiche Holz durch. Mit 20 mm. Für den Einhell Akkuschrauber Brushless mit ungefähr 60 Newtonmeter, wie wir sehen auch hier, kein Problem, er zieht zuverlässig durch. Eine leichte Rauchentwicklung. Aber auch nach wenigen Sekunden geschafft. 25 mm, der nächstgrößere. Wir sehen schön große Späne bis jetzt. Und hier relativ zügig versenkt er auch diesen Bohrer. Nun Forstner Bohrer 15 mm. Der nächstgrößere 20 mm. Auch das für ihn soweit kein Problem. 25 mm. Die Bohrer sind natürlich nicht mehr die neuesten, deswegen dauert das entsprechend etwas länger. Mit neuen oder unbenutzten Bohrern würde es entsprechend schneller gehen. Jedoch schafft er auch hier den 25 mm Forstner Bohrer zu versenken. 30 mm.
und der größte mit 35 mm. So, damit sind wir in der nächsten Disziplin angekommen, und zwar Lochkreissägen, die kleinste 44 mm. Hier unten der Timer wieder eingeblendet und wir sehen, der Überlastungsschutz deaktiviert bereits an dieser Stelle wieder den Akkuschrauber. Jedoch nach ungefähr 16 Sekunden geschafft. 64 mm. Und hier wieder deaktiviert. Mit nur mittelmäßigem Druck, also ich übe keinen zu starken Druck auf den Bohrer aus. Trotz alledem schaltet hier der Überlastungsschutz den Bohrer regelmäßig aus. Und wir sehen 30 Sekunden für 64 mm. 92 mm. Und auch hier das gleiche Problem. Doch durchaus möglich, wie wir sehen, mit mehreren Anläufen kommen wir hier trotzdem gut voran. Natürlich muss man entsprechend Geduld mitbringen. Für 50 Sekunden für 92 mm. Der größte im Test 121 mm. Und wir sehen, auch hier hat der Akkuschrauber ziemlich zu kämpfen. Aber wie wir wissen, haben alle Akkuschrauber eigentlich massiv zu kämpfen mit diesen Lochkreissägen. Deswegen ist das hier an sich für den Einhell auch verständlich, dass er hier relativ häufig in den Überlastungsschutz reinrasselt. Nahezu jede paar Sekunden, das schaltet er hier automatisch ab und ja, auf Dauer ist es natürlich etwas nervig. Jedoch kann man auch, wie wir sehen können, damit an sein Ziel kommen. Ja, ich habe jetzt hier nicht mitgezählt, wie oft er sich selbst deaktiviert hat, aber es sind schon einige Male, weswegen wir jetzt auch hier abbrechen werden. Leider nicht geschafft. Hier ein Steinbohrer 5 mm mit der Hammerfunktion. Der Timer übrigens unten wieder eingeblendet. Und wir sehen, der Bohrer versinkt, oder der Akkuschrauber versenkt den Bohrer relativ zügig, ungefähr 20 Sekunden. Der nächstgrößere 8 mm. Auch hier an sich bis jetzt noch kein Problem im Beton. Ungefähr 17 Sekunden. 10 mm Steinbohrer. Wir sehen, er hat schon etwas mehr zu kämpfen. Dennoch kommt er voran, aber entsprechend langsamer. Wir sind bei 30 Sekunden und haben ungefähr die Hälfte versenkt. 12 mm Steinbohrer. Und wie man sehen kann, es geht sehr mühsam voran, er hat wirklich ziemlich stark hier zu kämpfen, aber das ist ja auch nicht eigentlich sein Gebiet, sondern lediglich seine Funktion, die er ebenfalls kann,
aber 12 mm dürfte hier das Ganze schon ausreizen. Es ist möglich, wie man sehen kann, aber es dauert. Ja, damit sind wir mit dem Praxistest soweit durch. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass der Akkuschrauber von Einher sich ganz gut geschlagen hat. Bei den Schrauben am Anfang bis zu 300 mm, wie wir gesehen haben, hat er diese nicht komplett versenken können, sondern lediglich über mehrere Anläufe, weil der Überlastungsschutz ständig eingegriffen hat. Genauso wie bei den Schlüsselschrauben. Hier war bereits bei 8 mm Schluss. Und bei den Lochkreissägen gab es ebenfalls einige Probleme, wo der Überlastungsschutz ziemlich zeitig eingegriffen hat, was meiner Meinung nach an dem Einher-Akkuschrauber auch der größte Kritikpunkt sein dürfte. Trotz alledem, für alle diejenigen, die sich bereits in diesem Ökosystem heimisch fühlen, meiner Meinung nach eine ganz gute Wahl. Damit würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis ist übrigens noch einmal unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.